Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Rulers of Nations. Mit mir dabei ist Vizepremierminister Anokis Holikis. Ja, hallo. Mit uns ist noch jemand dabei, und zwar die Finanzministerin, ihr kennt sie vielleicht aus Aufschwung Ost, die liebe Sayobe. Hallo. Ja, wir haben uns gedacht, wenn das im Amt, bei Aufschwung schon so gut läuft, dann machen wir das hier auch nochmal. Ist ja auch noch was zu retten, ja? Sagen wir mal so, wir haben noch keine 200 irgendwas Milliarden Schulden. Okay. Seid ihr da mal nicht so sicher? Zumindest sieht man es nie so konkret. Es wird dann nicht als großes Minus irgendwie vorne direkt vor die Nase gehauen, aber... Habt ihr schon Deutschland um Finanzhilfe gebeten? Deutschland um Finanzhilfe gebeten? Ja, sagen wir es mal so, wir haben Deutschland, glaube ich, irgendwas verkauft. Ich glaube Orangen oder so. Wir können ja Deutschland einfach mal hier, warte mal. Gehen wir mal hier direkt. Ich meine, das klappt doch in der Wirklichkeit auch, also von daher... Wirtschaft, Embargos verwalten, militärische Operation. Ja, lass uns ein Wirtschaftsembargo. das geht garantiert voll gut. Land angreifen, klingt doch mal super. Ich glaube, das wird schwierig. Unsere Bürger in die Heimat zurückholen, ich weiß auch nicht, wie gut das ankommt. Alter. Voll ist die Frage, was die Finanzkasse davon sagt, wenn auf einmal noch ein paar mehr Bewohner da sind, ne? Ja, Aufenthalt diese Staatschefs regeln. Weiß nicht, ob das... Also es ist alles so ein bisschen... Alle Verträge brechen. Ja, ist alles super. Also, wir sind nicht die Schweiz. So. Na gut. Wo waren wir denn stehen geblieben? Theoretisch... Hier. Wir hatten Play drücken. Ja, wir hatten ein bisschen unsere... Das ist übrigens Standard, liebe Sayobe. Ich weiß nicht, inwiefern du das regelmäßig verfolgst. Ja? Im Prinzip, wir starten und es geht erstmal minus. So ein Klassiker. Zuschauerin. Ja, ja. Ach ja. Wie gesagt. Wir haben verloren 2%. Ja, ich glaube, wir waren knapp dran, deshalb hier steht 1,2. Mhm. Aber. Was wird denn so Schlimmes in der Presse bei euch geschrieben? Das wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir erst am Montag rauskriegen, weil dann kommt die Zeitung. Ich schätze mal, unsere Ehefrau wird wieder Rambazamba gemacht haben. Die Arme? Ja, ihr müsst ihr aber nicht unter Druck setzen. Eben nicht. Wir haben versucht, ihr mehrfach den Druck zu nehmen. Die Mitglieder der Organisation auf die eine oder andere Art und Weise, verwickelt. Die Informationen unserer infiltrierten Netze, die mit den Verhören ehemaliger Mitglieder kombiniert wurden, geben uns die Sicherheit. Diese Desinformationsoperation war zweifellos ein Mittel für sie, mehr Repräsentanten zu gewinnen und die Konfusion im Land zu säen. Super, jetzt haben wir noch eine Falschmeldung. Wahrscheinlich war vielleicht sogar das Problem jetzt. Es geht immer noch über tödliche Spinnen, die einen Herzinfarkt verursacht haben. Okay. Wo jetzt, was jemand erschreckt hat. Ja, genau. Wo jetzt sämtliche unserer Terrorgruppen, die wir im Land haben, die Verantwortung dafür übernehmen wollen. Ist nicht so wie sonst, dass man so die Verantwortung von sich weiß, sondern die will jeder haben. Ja. Und die gibt es aber in Wirklichkeit gar nicht? Ich glaube, im Prinzip, also bei der allerersten Meldung stand dran, von wegen, ja, höchstwahrscheinlich war es ein Einzeltäter. Also, theoretisch kann es... Irgend so ein Biologiestudent oder so, ja? Ja, oder irgendein verrückter Professor, ein Biologiestudent oder irgendwas wurde dann aber gestochen und schießt jetzt irgendwie aus seinen Handgelenken irgendwelche Netze oder, keine Ahnung, also... In Griechenland ist dann auch nach New York umgezogen. Genau, in Griechenland. Ursprünglich war das in Griechenland, ist das passiert. Ach so, das ist der, okay. Zwischen der Akropolis ist der durch, ja. Lassen wir das. Aber Griechenland hatte kein Geld für die Vermarktung, ne? Also, ja. Organisation können ja, die Reparaturen. Stecken, aber das ist nicht sicher. Unsere Dienste sind in der Tat hinter einer Spur her, die aber noch nicht... Glaubt auch keiner, dass die anderen das waren. Die einzelnen Nachrichten, die wir zur Verfügung haben, sind nicht sehr schlüssig. Das ist super. Tja, das war's. Ich denke, ich habe Ihnen zumindest einen... Sack jetzt so viel aus. Ich finde, der letzte Satz ist der Hammer.
Tja, das war's. Ich denke, ich habe ihm zumindest einen Überblick über die Sache gegeben. Bitte, was? Wer hat denn hier noch einen Überblick? Ja, du sicher nicht. Vor allem, wenn da schon von Informationen sprechen, die nicht so schlüssig sind. Wie auch immer. In demnächst kommt wieder so ein Angriff auf eine Bohrinsel mit einer 63,8 Wahrscheinlichkeit der Sachs-Skala. Ja. So. Unsere Sportler sind bereit. Aber wenn ich darf, ein paar Worte der Ermutigung, bevor die Abfahrt des Nationalteams jo, doch gerne teil, die oder? Truppen in ihre ja, Bahn klar. schlägt. Sind Sie einverstanden? Jugend und Sport ist immer gut. Der sieht ein bisschen aus, als, zumindest nach Jugend sieht er aus. Sport, na. Ja, aber das ist ja nur der Attaché, das ist ja nicht der Sportler. Ja, stimmt. Wenn du jetzt mal den Sportminister Deutschlands anguckst. Ding kann ich jetzt nicht, aber unser Netzwerk gibt sicherlich einen. Der sieht sicherlich auch nicht nach Sport aus. Festgenommen oder getötet. Der sieht nach Politiker aus. Werner Kalbund? Informationen, die uns zur Verfügung stehen, sagen, was dort passiert. Der hat auch viel mit Sport zu tun, also von daher. Der wäre die Optimalbesetzung eigentlich. Zwischen 12,7 ja, und 23,8 einen Verräter haben. Ja. Also ich setze Stärke jetzt einfach mal mit Prozent gleich. Mindestens, oder? Weil... Wobei, das ist viel zu wenig. 12,7 oder 23,8%. Wenn die draufgegangen oder verhaftet worden sind. Die sind nur verhaftet worden, oder? Die Agenten wurden festgenommen oder getötet. Yeah! Yeah! Yeah. Zwei Agenten verhaftet. Hm, was jetzt? Wie viel hatten wir denn? 150 und zwei wurden verhaftet und der Rest... Oder was? Ey, bei 150 ist zwei noch Witz. Ich habe keine Ahnung, das ist die zwei Agenten, das ist ja eigentlich nur, hier steht zwei Agenten verhaftet, hier steht, die Agenten wurden festgenommen oder getötet. Ja, das ist so ein, ich sage ja, er hat keine Ahnung. Ich glaube, im mexikanischen Gefängnis ist das fast egal, ob verhaftet oder getötet direkt. Auch wieder wahr. Du meinst früher oder später? Ja. Bei dem Trinkwasser, ja. Bei den Waldbränden, bei dem Trinkwasser, bei dem, was haben wir noch alles? Ja. Drogenkartell, Spionage, juhu. Noch was Negatives über Mexiko zu sagen. Der Wirtschaftsminister für, der Minister für Wirtschaft, so rum, gefährdet unsere Aktionen. Mit allem gebotenen Respekt, Herr Premierminister. Wie können Sie nur krass in der Regierung belassen? Ja, bei dem Namen frage ich mich das manchmal wirklich. Der Minister für Wirtschaft häuft Fehler auf Fehler und die belasten das Standing der Regierung. Okay. Als wenn das immer das Problem wäre. Das natürlich nicht sein, also dass unser Standing hier riskiert wird. Das gar ist ja nicht. Ich kann dir auch jetzt schon prophezeien, wie es in der Zeitung abgehen wird. Ja, die werden wahrscheinlich sich permanent bekriegen in der Zeitung. Ja. Auf unserem Rücken vor allem. Ich mag den nicht und der mag mich nicht und andersrum genauso und dann das Ganze nochmal über eine ganze Seite verteilt. Am besten, ja. aber der Umweltminister hat das doch auch gesagt. Schwimmweltmeisterschaft in Melbourne. Kämpfe werden, aber sie werden ein Maximum geben, um Medaillen nach Hause zu bringen und das Land mit Würde zu vertreten. Ja, gut. Wenigstens die Athleten versuchen, das Land mit Würde zu vertreten. Wie viel habt ihr eigentlich mit Sport gemacht bisher bei euch in der Politik? Wir haben relativ viel gefördert, soweit ich weiß. Also unsere Wachstumserwartung die klassischen für das Ende Sachen des Jahres, zumindest. Die wir auf Basis der letzten Monate erstellt haben. Das ist ein mittlerer Wert. Das Wachstum ist auch super. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich wollte gerade sagen, könnten besser sein. Vor allem das Doppelte vom Geschätzten. Also, was wollen die denn mehr? Ja. Man kann sich die frühere beschweren. Schätzung war auch so zu unserer Amtseinführung. Aber trotzdem, das heißt ja, wir haben ja nicht nichts gemacht. Hier ist unsere Wachstum. Aber die Wirtschaftsminister sollte ja eh nicht so trauen mit dem, was er tut, ne? Ja. So. Möchtest du das Weibliche mal vorlesen, Sayobe? Okay. Anne und ich möchten nicht mehr. Ist das die Ehefrau, ja? Ja. Ja. Yeah. Und Sie glauben, dass dieser große Müllhaufen des Vorsitzenden... Dem föderalen Verband der Arbeitgeber Thomas Kiedis unser Dimitris beeindruckt. Dimitris wird ihn zurechtbiegen, erklärt Athanasia Kolos. Ich nehme an, Dimitris seid ihr? Ja. Ja. Also wie gesagt, okay.
des Vorsitzenders ist völlig normal hier auf der Zeitung. Also lies es einfach so vor, wie es drin steht. Ja, das sind sowieso 100 Rechtschreibfehler drin und alles. Ja. Ich habe schon ein bisschen an mir selber gezweifelt. Nein. Hallo? Ja, Dienstag 5. Die Regierung zeigt eine gewisse Leichtfertigkeit bei den Fragen der Sicherheit und der Kriminalität, erklärt der Vorsitzende der Vereinigung der Polizeibeamten Aristos Kykos. Dienstag 7. Einweihung eines Sportzentrums mit 30.000 Plätzen in Steria Ellas Nissi Eagu Kriti. Gestern hat sich eine große Menge eingefunden, um die Einweihung der riesigen Konstruktion zu erleben. Nach 4 Monaten Arbeit, was für Griechenland quasi einem Wunder gleicht, kann Steria Ellas Nissi Eagu Kriti stolz darauf sein, ein solches Gebäude seinen kulturellen Schatz einzuverleiben. Die Anwesenheit des Premierministers, der dazu ausersehen war, das rote Band zu durchschneiden, brachte einen feierlichen Touch in die Sache, die dem Bürgermeister der Stadt nicht unlieb war. Letztgenannter bewegte sich während der ganzen Zeremonie nicht von der Seite von Dimitris Kollos mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Also eigentlich ist das ja schlecht, dass es nur 4 Monate gedauert hat. Ja? Jetzt steigt die Arbeitslosigkeit wieder. Ich befürchte vor allem, das wird ja ein Bau sein, wenn er nur vier Monate gedauert hat. Ich finde es sowieso sehr kurios, dass der Bau eines 30.000 Sitzplatz Sportzentrums 4 Monate dauert, die Errichtung eines Windkraftwerks allerdings schon seit über einem halben Jahr auf sie warten lässt. Wer weiß, wo mitgebaut wurde. Ja. Ich vertraue ehrlich gesagt dem Windkraftwerk ein bisschen mehr. So zeitlicher Rahmen und so. Könnt ihr das lesen oder soll das lieber auch ich machen? Ich kann das lesen. Ich kann, Sorry, okay. Für den berühmten Rocksänger Alexios Karkolos ist der Chef der Regierung ein inspiriertes Wesen von einer außergewöhnlichen Sensibilität und Finesse, für den das Leben selbst ein Kunstwerk ist. Ist es nicht schön? Ja, das geht runter wie Öl, ne? Freitag 8. Das Genie Dimitros Kollos besteht vor allem darin, mit unglaublichem Erfindergeist Kunst für jedermann zugänglich zu machen, pries gestern Nicoletta Grakos, der berühmte, engagierte Cineast. Was habt ihr dafür gezahlt, dass die das so schreiben? Eingeschleimt und eine Medaille verliehen. Bisschen Edelstahl. Und Alkohol nehme ich an, ja? Ja. Ja. Samstag 9. Dimitris Kollos hat Griechenland seinen Stolz und Mut zurückgegeben. Wir schlagen eine neue Seite unserer Geschichte auf. Ach was, eine neue Seite der Geschichte der Menschheit wurde aufgeschlagen. Danke, Herr Premierminister, ruft Spyros Grakaglodou, der gefeierte Naturforscher, aus. Das geht auch runter wie im Olivenöl. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für die Griechen. Das geht runter wie Olivenöl. Ja. Wer schon mal Olivenöl getrunken hat, weiß, was ich meine. möchte noch irgendjemand, interessiert euch noch irgendwas an der Zeitung hier? Sonst machen wir weiter. Grönland zum Beispiel. Wo ist denn die Spionagemeldung? Welche Spionagemeldung? Na, ich war doch wegen Spionage. Stimmt. Und da, letzte Seite, nee. Das steht doch gar nichts Schlechtes in der Zeitung eigentlich. Außer das von der Ehefrau. Ja, das war wahrscheinlich die Sache. Es gab einen Spionage-Smiley, der uns auch 2% kostete. Ja. Aber das kam nicht mehr in die Zeitung. Oder Mexiko, steht was über Mexiko drin? Nee, auch nicht. Na gut, machen wir weiter. Vielleicht kommt ja noch. Weißt du, also die Frage, es ist schon fraglich, was hier oben steht. Aber ein Viertel der Bevölkerung scheint uns irgendwie noch. Okay, nicht mehr. Hättest du es jetzt bloß nicht gesagt. Ich bin ab jetzt einfach still. Ihr zwei müsst jetzt weitermachen. Ich sag nichts mehr. Ja, ich würde sagen, wir machen mal einen Fernsehauftritt. Aha. Kleine Ansprache an die Nation. So, wo war das dann nochmal? Hier, Staatsoberhaupt, ne? Ja. Kommunikation im Fernsehen auftreten. Auf G5. Griechenland 5. Der Sender im Haus. Wählen Sie ein Datum. Morgen. Sonntag. Sonntag ist Sonntag. Da sind alle zu Hause an Zeit. Jo. Wann kommt diese Abstimmung über die Pornos? Warte kurz. Was für Gesetze fügt ihr ein? 27.07. Also in 10 Tagen. Paar Tage.
Wir haben es angehoben. Von ursprünglich 41,77 auf 50. Und schon haben wir Menschenrechts-Bös-Smiley gekriegt. Wir können ja unsere Pornos. Oh. Ja. Das ist ein Medienmacht. 1,5% plus. Ja, es kommt. Wegen der Fernsehansprache. Es kommt durch den. Mhm. Ja. 5 Uhr morgens? Steht dann auch in der Zeitung. 5 Uhr morgens? Ja, haben ganz viele Menschen geguckt. Das ist das Frühstücksfernsehen Sonntag. Ist allein die Anmeldung. Das ist allein die Ankündigung des Ganzen. Schaut auf das Wachstum! Da sind wir wieder bei. Habe ich dir nicht mal irgendwie. War das offscreen oder war das eine Aufnahme, die nicht geklappt hat? Wo ich dir diesen. Speakers Corner Typen in Speakers Corner Manier vorgelesen habe. Die Moral der Verbraucher ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Die Kaufkraft der Massen beschränkt sich auf die Waren des täglichen Bedarfs. Und die Umsätze in den Läden sind unbefriedigend. Es ist also die Wirtschaft, wie Ihnen sicherlich klar geworden ist, die das Tempo bestimmt. Zweifellos ließe sich das Wachstum durch eine Stimulierung des Verbrauches erhöhen, was zu beweisen war, indem man die Kaufkraft der Haushalte verbessert, Herr Premierminister. Ja, da hätten wir schon wieder ganz viele Wörter, die wir jetzt mal nicht ansprechen. Damit, glaube ich, letztes Mal schon. Können wir noch irgendwas für die Kaufkraft tun? Märchensteuer oder sowas runtersetzen? Märchensteuer? Die Mehrwert, meinst du? Ja, ja. Okay, wir machen zuerst aber hier die EU, denn wir sind, der Vorsitzende ist übrigens Belgien. Also wenn ich nach eurer Aufnahme von das Amt gehe, dann ist Landwirtschaft ja nicht so wichtig, ne? Ich lese es erstmal vor. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Bienvenue de votre du. Ich sag das jetzt lieber nicht in allen Sprachen, weil irgendwann mal. Fuck the EU, ich begrüße mal als Amerikaner. Fuck the EU, genau. Aktuelle Nachricht nochmal eingeflossen, allerdings 2 Wochen später. Wir haben uns heute getroffen, um das Landwirtschaftsbudget als Anteil am Gesamtbudget der EU festzulegen. Wobei wir könnten jetzt von der EU aus sagen, fuck you USA. Umso kleine Antwort, ein bisschen später. Dieser Anteil wird natürlich als Prozentsatz festgelegt. Herr Premierminister, wir würden gerne Ihre Meinung hören. Welchen Wert möchten Sie festlegen? So. Wir hatten uns, glaube ich, da mal auf 30 geeinigt, ne? 4. 4 geht auch. Geht da irgendwie. Wie beim Amt. Nehmen wir 25. Ja, wenn wir es ein bisschen runterhandeln, vielleicht geht es dann insgesamt. Ja, ich hoffe, dass jeder seinen Kram abgibt und dann wird das zusammengewürfelt und daraus errechnet. Quersumme und dann. Genau. So in etwa läuft das, glaube ich. Ja, dann machen wir das doch. Können wir da noch weiter runter? Nee. Na doch. 23,5. 6. 7. Ah. Siehst du, schon wieder 1,2%. So, ich habe so das Befürchtung, es hat nichts gebracht, aber egal. So. Wenn wir ja gewahr, wenn es unter 37 ist, dann Hab ich's nicht gesagt. Die erste, ja, Melbourne ist in China. Melbourne liegt in China. Darfst du gern vorlesen, liebe Zeit. Okay. Volksrepublik China, Sonntag, der 17. Schwimmweltmeisterschaft in Melbourne. Die Wettkämpfe laufen bereits und ein erster Champion wird heute erkoren. Mit Betonung auf wird, nicht wurde, sonst hätte man sagen können, okay, der kam aus China. Nein, wird. Kann immer noch ein Grieche sein. Es wird auch ein Grieche sein, keine Frage. Sonntag, 17. Fernsehansprache des Premierministers. Um 20 Uhr hat gestern Abend, 20 Uhr, wohlgemerkt, um 5 Uhr waren sie schon begeistert. Um 20 Uhr hat gestern Abend. So die Vorfreude. TV-News auf G5, natürlich, klar. Die kurze vorher aufgezeichnete Ansprache des Premierministers ausgestrahlt. Schlicht. Wir hatten diese Meldung schon mal und ich hatte Arno dann gesagt, ich habe nicht bekleidet vor der nationalen Fahne. ich lese es einfach mal weiter, lasst es auf euch wirken. Hat Dimitris Kolos den lange vorbereiteten und ausgefeilten Text, auf den niemand geachtet hat, gut und richtig artikuliert vorgelesen, der auf dem Teleprompter ablief. Nachdem er all seinen Landsleuten dieses wunderbaren Landes gedankt hatte, hat Kolos ein kleines staatsmännisches Lächeln aufgesetzt, als die Nationalhymne erklang und das Abendessen einläutete. Gute Arbeit, fast wie in alten Zeiten. Kommt nicht so gut an, oder?
Doch, wir haben 1,5% zugelegt deshalb. Okay, aber warum ist das dann rot? Das ist, weil die Farbe so. Grün, glaube ich, nicht existiert im Spiel. Ja, es ist quasi, so. Wenn sowas, das ist so eine Sondermeldung, die entweder gut oder schlecht sein kann. Ach so, aber das ist immer eine rote Schrift, okay. Ja, das ist einfach raussticht so ein bisschen. Mhm. Aber gut, wer als nicht bekleideter Premierminister, das muss auch gut ankommen. Okay, nicht überall. Du siehst aber nicht aus wie der Sportminister. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Wir sehen besser aus als der Sportminister. Von dem her. Ja, die sehen so aus wie der Bürgermeister aus Tupflingen. Auch nicht ganz so schlimm. Eventuell solltet ihr euch mal mit dem Chef der Orthodoxen treffen. Das haben wir schon mal versucht. Der geht auf nichts ein. Ah, okay. Wir könnten ihm höchstens noch Bestechungsgeld andrehen, aber ich fürchte, das macht es nur noch schlimmer. In seinem Fall. Ja, also, ich geh mal hier drauf, der mag uns schon mal so gar nicht. Er ist nicht rot. Ja, war er aber schon mal. Dann ist es schon besser geworden. Wahrscheinlich, weil er mittlerweile Mitleid hat wegen unserer Ehefrau. Gut, kann man mal, sich hier scheiden lassen? Ich lese mal vor, das hat neulich jemand geschrieben, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer. Letzte Folge, also Folge 34, meine ich, ja. Hat jemand geschrieben, von heute. Die einzigste Möglichkeit, eure Beliebtheit nach oben zu bringen, ist, glaube ich, eine Scheidung oder sowas. Fand ich sehr... Ja, stimmt. Ja, gut. Der Stigma, wir sollten das doch, glaube ich, nochmal irgendwo Stigma, betonen. Ja. Also wir betonen das jetzt einfach in jedem Let's Play, dann notfalls... Also ich glaube, es war ursprünglich in Aufschwung Ost, hat er es geschrieben. Das mag möglich sein, ja. Ja, ich glaube, ja. Aber wie gesagt, der Stigma... Es hat mich sehr verwirrt und es tut uns auch sehr leid. Ich habe ihm aber auch schon mal geschrieben, deswegen. Aber es ist der Stigma. Ja, aber es ist halt eine Frau mit rosa Haaren auf seinem Avatarbild. Kann schon mal verwirren, ja. Halt in den Manga-Comics gibt es auch Männer mit roten rosa Haaren. Ja, aber das sah schon sehr weiblich aus. Hat er auch zugegeben, dass es durchaus verwirrend sein kann. Ja. Aber ja, haben wir das zumindest hier schon mal klar gemacht. Wir machen das aber jetzt wirklich... In jedem, ob du es geschrieben hast oder nicht. Ob du es geschrieben hast oder nicht. Das ist völlig egal. So, willkommen zum neuen Let's Play. Übrigens, Stigma ist ein Mann. So, Dienstag 12, der Präsident der Liga, der Zusammenkunft der Orthodoxen, der verlangt den Rücktritt des Chefs. Abschlusserklärung der Besprechung des Präsidenten der Liga, der Zusammenkunft der Orthodoxen. Die Art von Marionette für die man den Chef der Regierung hält, ebenso wie seine andersgläubige Clique, hier rechts im Bild, die das Volk verabscheut, von denen müssen wir uns befreien. Ja, also von da, ja. Und auch von den Spitzbuben und anderen Betrügern. Könnt ihr also den Geheimdienst uns von Anasia befreien? Wir haben ja selbst auf unsere Frau schon den Geheimdienst gehetzt. Ohne größeren Erfolg. Vielleicht nicht... Aber Mord geht doch auch, oder? Auch das hat nicht funktioniert. Ja, die haben das ganze Haus bombardiert. Sie hat überlebt. Die hatten das Haus zerbombt, aber wir hatten natürlich als einziges überlebt, ja? Nicht das Personal, nein. Die arme Athanasia. Ja. Sie hat sich aber selber eingebrockt. Sie hätte kurz vorm Let's Play sagen können, nee, das ist mir zu viel Aufmerksamkeit. Wollte sie ja nicht. Aber echt? Also wenn du es vorlesen willst oder nicht, kannst du es gerne tun. Wir ignorieren es mittlerweile. Dienstag der 12. Dann ist der kleine, dicke Mann da drüben der Papst, hat Anastasia Kollos, die Ehefrau des Premierministers, bei einem offiziellen Besuch im Vatikan losgelassen. Also sehr gebildet ist eure Frau auch nicht. Merkst du jetzt? Nee, vor allem, das sagt sie ungefähr jede zweite Woche. Ich verstehe dieses Bild nicht, ja? Dieses Hintergrundbild, was soll das denn jetzt bitte? Sehr einladend. Sehr einladend, Dann guckst du aufs dieses Bild und denkst, ja. Hilfe. Dann guckst du noch aufs Alter und dann wird dir schlecht. So, wir machen ganz schnell weiter. Oh, beziehungsweise halt, nein, machen wir nicht. Die Folge ist zu Ende. Ich? Was? Mal, der ging über Fix. Ja, wir haben schon zwei Zeitungen vorgelesen, liebe Leute, und haben nochmal nach der Pornografiesteuer geguckt. Das läppert sich. Ja,
Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Danke an euch beide, dass ihr dabei wart. Und ja, viel Spaß beim euch drum prügeln, wer jetzt zuerst Tschüss sagen darf. In diesem Sinne, tschüss. Ja, ich sag dann auch tschüss. Schalte beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Hummel, Moos.